Hallo, meine Lieben. Es freut mich sehr, dass ihr jetzt hier bei mir seid, dass ihr zu mir gefunden habt. Ich schicke euch ganz, ganz herzliche sonnige Grüße. Diese Legung, da geht es um jemanden ganz bestimmten. Und zwar ist es hier so die Frage, werden wir uns wiedersehen? Wirst du diese Person wiedersehen? Ja, wenn du diese Frage hast, dann wird diese Frage hier in dieser Legung für dich beantwortet werden können. Ich lege heute das Fantastical Creatures Tarot und die Karten werden mir hier diese Antwort für dich präsentieren. Schau aber, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Es ist eine allgemeine Legung und deswegen musst du beachten, dass vielleicht zum Beispiel nicht alles, nicht zu 100%, nicht im vollen Umfang hier mit dir übereinstimmen wird. So, ich fange jetzt einfach mal an. Werdet ihr euch wiedersehen? Die drei der Stäbe, ja, du wartest. Auch wenn du nicht wartest, wartest du. Zeigt mir die Karte. Das sind die drei der Stäbe. Das ist hier so Ausschau halten. Wenn du vielleicht nicht die ganze Zeit so, oh Mann, wann endlich, ja, dann irgendwo im Hintergrund, im Hinterkopf hast du vielleicht noch so, ach, wie wäre es, wenn wir uns wiedersehen würden? Oder werden wir uns, also diese Frage stellst du dir sowieso, werden wir uns wiedersehen? Ja, also das ist die allererste Karte und das ist auch hier sowas wie auch danach Ausschau halten, nach diesem Menschen Ausschau halten. Wenn du vielleicht irgendwo bist und erinnerst dich an diese Person, ja, kann sein, dass du dann nach dieser Person, nach diesem Menschen Ausschau hältst in der Menschenmenge. Kann auch hier sein, dass du manchmal denkst, dass du ihn oder sie siehst, ja, und dann kommst du näher heran und das ist nicht diese Person. Das kann so sein, das muss nicht, ja. Es kann einfach nur so sein, dass du neugierig bist. Ach, werden wir uns mal wiedersehen? Ja. Und wie wird es vielleicht so sein, wenn wir uns wiedersehen? Und ja, und einige von euch habe ich das hier so, dass wirklich, dass da gewartet wird. Ich habe hier nun mal so ein bisschen, ist es auch hier die drei der Stäbe, die Wartekarte. Und ich habe das hier so, dass dieser Mensch unterwegs ist zu dir. Dieser Mensch hat sich in deine Richtung schon zumindest gedreht. Ich habe das hier so, dass diese Person hat sich von dir für einen bestimmten Zeitraum weggedreht. Ich sehe das hier so, mit dem Rücken zu dir zugewandt, in eine andere Richtung schauend. Aber diese Person, dieser Mensch läuft nicht in eine andere Richtung, sondern er oder sie steht. Ist stehen geblieben. Vielleicht ist es dein Ex, kann auch sein. Und diese Person ist natürlich weggegangen, aber dann ist sie stehen geblieben und ist erstmal zu dir mit dem Rücken zugewandt. Ja, ist dabei aber, ich sehe das so, ist dabei aber sich umzudrehen. Ja, erstmal den Kopf zur Seite und dann folgt die Drehung. Und dann dreht man sich in deine Richtung, schaut zurück, schaut zu dir. Ja, weil ich habe, wie gesagt, eher so mit dem Rücken zu dir zugewandt, ein bisschen weiter weg. Ich sehe das in unterschiedlichen Abständen. Das können Zeitabstände sein, wo ihr euch das letzte Mal zum Beispiel gesehen habt. Ja, unterschiedliche, das ist ein Tag, das ist eine Woche, das ist ein Monat, das könnte aber auch ein Jahr sein, vielleicht 2 Jahre sogar. Ja, und das sind unterschiedliche Zeitabstände und ich sehe diese Person unterschiedlich weit von dir entfernt. Und dieser Mensch ist dabei, sich umzudrehen. So
setzt dazu an, sich in deine Richtung zu drehen und möchte dich angucken. Also, ich habe hier den Wunsch, bei diesen Menschen sich mit dir zu treffen, dich wiederzusehen. Also, er oder sie möchte dich hier wiedersehen. Ja, das habe ich hier, das sehe ich hier so. Und am Horizont erscheinst du auch immer wieder für diesen Menschen. Du bist immer wieder für dein Gegenüber irgendwo am Horizont sichtbar. Das kann sein, dass er oder sie sich zum Beispiel deine Online-Aktivitäten anguckt. Ja, immer wieder schaut, ach, was machst du denn so? Welche Fotos sind jetzt bei dir aktuell? Was hast du denn gemacht? Was hast du denn da so geschrieben oder sowas, ja? Wenn du einen Online-Auftritt hast. Ja, sowas sehe ich hier. Auch in Gedanken. In Gedanken auch immer wieder sich vorstellen. So wie du gewirkt hast, wie du ausgesehen hast, was du getan hast, was du gesagt hast, ja, immer wieder. Aber das ist hier so leicht verschwommen, ja. Ich sehe das hier, dass hier dieser Mensch, um den es hier bei dir geht, so ein bisschen dich so leicht verschwommen sieht. Nicht so scharfkantig, sondern so leicht verschwommen, vielleicht auch so ein bisschen idealisieren, ja, so im guten Licht dich jetzt sehen, so habe ich das in den Karten, ja, und die drei der Kelche, das ist hier mit den drei der Stäbe, die zweimal die drei, der Wunsch, habe ich ja gesagt, er oder sie möchte dich wiedersehen, unbedingt, möchte mit dir Spaß haben, möchte Freude mit dir haben, möchte Freude mit dir erleben, eine schöne Zeit mit dir haben. Und zwar, ich habe das hier eher, dieses Treffen sollte sein, stellt sich dein Gegenüber das Treffen vor, irgendwo in der Öffentlichkeit, wo mehr Menschen zu sehen sind, wo was los ist. Ja, vielleicht hat man da so ein bisschen Bedenken, sich mit dir so zum Beispiel in der Wohnung zu treffen, ja, sondern man möchte irgendwie so ein bisschen Unverbindlichkeit signalisieren, vielleicht sogar Unbekümmertheit, vielleicht signalisieren und deswegen der Wunsch in der Öffentlichkeit, wo auch andere sind, dass man zur Not irgendwo anders hingucken kann, weil da irgendetwas Interessantes passiert ist oder andere Menschen noch irgendwie anschauen kann, damit das irgendwie nicht zu intim wird, ja? Dieses Treffen mit dir, dieses erneute Treffen mit dir oder dieses Treffen nach so langer Zeit, damit es nicht so verkrampft dann ist, damit dein Gegenüber nicht so verkrampft ist bei diesem Treffen. Deswegen in der Öffentlichkeit. Ich habe den Wunsch, in der Öffentlichkeit sich mit dir zu treffen. Und was trinken gehen? So viele Kelche. Ja, was trinken gehen? Vielleicht was essen gehen? Ja, vielleicht irgendwo in so einem Restaurant, Biergarten. Ja, sowas sich hinsetzen. Ein Getränk vor sich haben, damit man sich an etwas festhalten kann. Ja, damit man auch die Speisekarte vielleicht lesen kann, wenn das irgendwie so ein bisschen so anstrengend oder unangenehm so für ihn oder sie so dieser Moment mit dir sein könnte, weil man so emotional ist, weil ich habe hier die Kelche, ja, das bedeutet nicht, dass dein Gegenüber dich irgendwie nicht gut finden würde bei diesem Treffen oder dass es ihm unangenehm sein würde, sich mit dir zu treffen, das meine ich nicht, sondern diese unangenehme Stille zum Beispiel oder wenn man so aufgeregt ist, könnte dein Gegenüber so sich befangen, unangenehm fühlen, so meine ich das, ja, damit da noch was ist, wo man sich irgendwie dran festhalten kann, was wie irgendwie ablenken kann oder sowas und damit auch vielleicht so außen diese Geräuschkulisse da ist, dass nicht so eine Stille herrscht und man hört einfach nur, wie man miteinander redet, sondern das ist so Stimmen, Stimmenwirrwarr und in diesem Stimmenwirrwarr seid ihr und eure beiden Stimmen, ja, und das ist so eingebettet und das würde ihm oder ihr hier Sicherheit geben irgendwie, da würde man sich wohler fühlen, deswegen hier draußen, deswegen, ja, auch in einem Restaurant drin zum Beispiel, ja, oder in einem Café oder sowas.
Also dieses Treffen soll nicht zu intim sein, ja, weil das könnte ihn blockieren oder sie blockieren hier. Und der Wunsch, mit dir sich auszutauschen, und ich habe hier auch die Kelche, das sind auch die Gefühle. Ich habe dieser Mensch hat immer noch Gefühle für dich, das sehe ich hier. Könnten zum Beispiel auch freundschaftliche Gefühle sein, aber wenn das freundschaftliche Gefühle sind, dann sind sie sehr, sehr tief, sehr, sehr stark, ja. Aber ich habe hier auch so wirklich tiefe Gefühle und auch schon so diese Zuneigung. Wenn nicht Liebe, dann Zuneigung. Für einige von euch ist es sogar hier Liebe, ja. Schon so Liebesgefühle, sehr starke Zuneigung. Dich super süß, super toll finden. So habe ich das hier immer noch. Auch wenn es zum Beispiel 2 Jahre her ist, sage ich mal. Ja, das ist immer noch da. Diese Zuneigung dir gegenüber. Ja, und wenn du das letzte Mal dein Gegenüber vielleicht vor 2, 3 Wochen gesehen hast, dann habe ich hier sehr, sehr starke Gefühle von seiner oder ihrer Seite. Das Rad des Schicksals. Das wird ein schicksalhaftes Treffen sein. Also ihr werdet euch treffen, werden wir uns wiedersehen. Ja, ihr werdet euch wiedersehen. Ja, das sagt hier die Karte. Das Wiedersehen findet statt, definitiv. Also das kann man hier schon sehen. Und das wird, könnte es auch so sein mit dem Rad des Schicksals, dass du sozusagen irgendwo durch einen Zufall draußen, zum Beispiel beim Einkaufen oder so, oder wenn du spazieren gehst, oder wenn du vielleicht mit jemand anderen verabredet bist, dass diese Person dir über den Weg laufen wird. Habe ich hier, das ist so ein schicksalhaftes Aufeinanderprallen oder ein schicksalhaftes Treffen. Das kann auch arrangiert sein, ja. Das muss nicht unbedingt spontan, also so zufällig sein, kann aber zufällig sein. Das wird nach Zufall aussehen, es ist aber kein Zufall. Das ist das Schicksal. Ihr werdet sich treffen. Noch habe ich hier. Ja. Weil das muss so sein. Irgendwie muss das so sein, dass ihr euch treffen werdet. Entweder durch Zufall oder halt arrangiert, aber deswegen dieses Treffen, weil das so sein soll. Dieses Treffen soll sein. Die Sonne, es wird so schön werden. Oh, wow, toll. Und die 10 der Stäbe. Ja, so schlimm wird das nicht. Ja, so schlimm wird das Treffen nicht. Nicht für dich, nicht für dein Gegenüber. Ich habe hier die Sonne und die Sonne ist neben den 10 der Stäbe. Ja, die Sonne, das ist hier die positive Kraft. Das ist hier der Sonnenschein. Vielleicht wird die Sonne scheinen, ja, wenn ihr euch treffen werdet. Durch Zufall oder auch arrangiert werdet ihr euch treffen. Sonne scheint, gutes Wetter und gute Laune. Ich habe hier so eine ausgelassene Atmosphäre. Einfach den anderen zeigen, dass man ihn mag. Und ja, natürlich habe ich hier auch die 10 der Stäbe. Klar ist es anstrengend, klar wird es anstrengend sein, klar wird es so ein bisschen vielleicht auch den einen oder anderen so einen überfordernden Moment geben. Aber durch die Sonne wird es schnell vergehen und man wird sehen, man versteht sich, man kommt gut miteinander klar, man hat was zu besprechen, man hat Gesprächsthemen, du und dein Gegenüber, ihr werdet einfach auf einer Wellenlänge euch befinden. Und das wird so viel Spaß machen. Und auch einander begegnen mit offenen Armen, mit offenem Herzen. Ja? Und diese Überforderung, die Sonne neutralisiert das Ganze und dreht es sogar in die Positivität um. Also das Treffen wird nicht zum Beispiel abgeschlossen werden mit irgendwie so einem komischen Beigeschmack, sondern mit Freude. Mit Freude und auch der Wunsch, sich wiederzusehen. Aber was ich hier so sehe, könnte sein, dass bei dem einen oder anderen, nicht bei allen, das Problem hier bei dem erneuten Wiedersehen, der Zeitpunkt sein wird. Das wird nicht mit jedem hier, bei jedem so sein, aber bei einigen habe ich hier Probleme mit dem Zeitpunkt. Da wird vielleicht kein Zeitpunkt ausgemacht. Es wird so gesprochen, ja, wir werden uns wiedersehen, aber wann? Ja, das könnte aber nicht bei allen, nur bei einigen habe ich hier so, dass das Wiedersehen wird stattfinden, nochmal, aber wann? Das ist hier, das
Bei einigen wird es nicht bei diesem Treffen irgendwie verabredet werden, ja, sondern das wird offen gelassen werden. So habe ich das hier. Aber mit offenen Armen sich begegnen und auf den einen, auf den anderen, auf den einen, auf den anderen einfach einlassen, sich einlassen, auch gefühlsmäßig. Und du wirst strahlen, dein Gegenüber wird auch strahlen. Es ist hier sehr, sehr große Freude und auch Glück, dass man sich hier wieder gesehen hat. Und ich bin jetzt am Ende dieser Legung, bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du hier bei mir vorbeigeschaut hast. Wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wunderschöne kommende Zeit. Wenn du magst, kannst du natürlich meinen Kanal abonnieren, liken, vielleicht einen Kommentar schreiben, würde mich sehr, sehr freuen. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.